Also Freunde, ein letztes Hallo aus Ungarn. Wir haben Budapest bereits hinter uns gelassen. Die letzte Nacht auf ungarischem Boden liegt hinter uns. Sie war angenehm übrigens. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die Slowakei. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze. Wobei Grenze, ich glaube, da erwartet uns praktisch gar nichts. In der Slowakei wird ja auch mit Euro bezahlt. Ob die in Schengen dabei sind oder nicht, das werden wir in ein paar Minuten erfahren, wenn wir nämlich über die Grenze fahren. Und davor sollten wir aber unbedingt noch eine E-Vignette uns holen, weil auch in der Slowakei gilt Vignettenpflicht auf verschiedenen Straßen, nicht nur auf der Autobahn, weshalb das Ganze ein bisschen komplizierter ist und wir da lieber eine Vignette holen, anstelle irgendwo auf einer Straße zu landen, die eigentlich mautpflichtig gewesen wäre. Ja, komm mit. Wir reisen ins nächste Land. Landnummer, wer hat mitgezählt? 19. Letzte ungarische Kreisverkehr. Hört sich fast ein bisschen sentimental an hier gerade, oder? Aber ja, wir Ungarn doch schon einmal verlassen. Oh, das sieht nach einer Grenze aus. Echt? Ja. Kamera ausschalten, bitte. Noch nicht. Ups. Laut Navi sind wir jetzt auf der Grenze. Hier hat es einen Fluss. Slowenska Republika. Ja, von wegen Grenze. Du bist auch Grenze. So, und ich glaube, hiermit können wir offiziell sagen, Republika Slowenska ist Teil von Schengen. Oh, da kann man bestimmt die Vignette kaufen. Nein, das ist Change. Change wollen wir nicht. Ja, herzlich willkommen Leute, wir sind in der Slowakei. Gleich nach der Grenze gab es hier auch schon eine kleine Tankstelle, das habe ich euch vorhin ja gezeigt. Und die haben mich zwar nicht verstanden, aber der Herr hinter mir, der hat Deutsch gesprochen, fast akzentfrei, der hat mir dann geholfen. Jetzt haben wir hier die Vignette. Das ist auch wieder eine elektronische Vignette, das heißt unbedingt, wenn ihr einreist, Kennzeichen kontrollieren, Zulassungsland kontrollieren und natürlich das Datum, ab wann das sie gültig ist. Wir haben jetzt die 30-Tage-Vignette, die kostet 14 Euro für alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, Wohnmobile, die als Wohnmobil zugelassen sind, auch darüber. Für Wohnwagen braucht es eine eigene Vignette, erst dann, wenn das Gesamt, also wenn das Gespann zusammen schwerer als 3,5 Tonnen ist. Wenn beide Wohnwagen und Zugfahrzeug zusammen leichter als 3,5 Tonnen sind, dann reicht eine. Und wahrscheinlich braucht ihr sie nicht für einen ganzen Monat, sondern eher für 10 Tage und dann kostet das Ganze nur noch 10 Euro. Das war's, jetzt geht's los. Auf in die Slowakei! Den Campingplatz gefunden. War ganz schönes Abenteuer der Weg hierhin. Natürlich auch, weil das Navi uns ein bisschen durch
naja, Siedlungen geführt hat, die wir eigentlich so nah nicht schon wieder sehen wollten. Vielleicht erinnert ihr euch an die ganze Roma-Problematik, die haben wir hier jetzt auch schon wieder angetroffen. Ansonsten Kurzeindruck von der Slowakei, was wir bis jetzt schon gesehen haben. Es ist deutlich ärmer als in Ungarn. Es erinnert uns stellenweise an Rumänien, aber eher in die Richtung von Moldawien, also in der Region Moldau innerhalb von Rumänien. Es ist wirklich ziemlich arm, die Häuser sind einfach. Es hat wieder viele große Gärten um die Häuser herum, das heißt, die Leute haben viel, was sie selber anbauen, was ja einerseits gut ist, andererseits sicherlich aber auch, was ein Muss ist, um das Budget zu entlasten. Das fällt sofort auf. Viel mehr haben wir von der Slowakei bis jetzt noch nicht gesehen, weil so wirklich große Ortschaften waren bis jetzt nicht am Weg. Aber der Camping, wo wir jetzt sind, wow, ich sag's euch. Ich glaube, ich mache das mal in einem anderen Video und dann zeige ich euch wirklich ganz detailliert den Platz hier, weil das ist total schön. Es gibt zum Beispiel einen Garten, wo sich auch die Camper selber bedienen dürfen, Biogarten sogar. Es hat Pferde, es hat Ziegen. Die schauen wir uns dann mal noch ein bisschen genauer an, da könnt ihr euch drauf freuen. Na, vielleicht zeigt euch das schon was. Und das ganz Coole ist, jeder Platz hat eine kleine Feuerstelle vorne dran. Und damit man Feuer machen kann, braucht man Holz. Und wo findet man Holz? Im Wald. Und da gehen wir jetzt hin. So, schau mal. Man darf das übrigens auch. Also man darf hier im Wald Holz holen und ihr seht auch, das ist schon ziemlich abgeerntet, sag ich mal. Aber ich bin sicher, wir finden da noch ja ganz viele tote Bäume. Los geht's. So, das reicht für den Moment. Ich habe hier ja noch mal ein bisschen was dabei. Und wir haben ja Holzkohle. Wir brauchen das Holz hier ja eigentlich nur fürs Auge und so ein bisschen warm machen. Ist nämlich gar nicht mal so warm im Moment. Und da komme ich gerade auf was. Die drei E's, der Besuch, den wir in Budapest hatten wir ganz spontan Besuch bekommen. Die haben mal gemeint, ja, und ihr sagt immer, es ist so heiß, aber nie die Temperatur. Ja, wir hatten ja kein Thermometer oder zumindest kein zuverlässiges. Aber jetzt hat sich das ja geändert und ich habe Ihnen versprochen, ich zeige es. Es hat zwar noch nicht seinen endgültigen Platz, aber wir haben eins. Während der Fahrt verstauen wir es jeweils noch ein bisschen. Also ihr seht, drinnen haben wir 21 Grad, draußen sind es 19,7, okay. Knapp 20 Grad. Für Sommer schon ein bisschen frisch. Das ist ein Lagerfeuer, genau das Richtige. Und wenn wir schon mal hier drin sind, der Garten hat sich ein bisschen verändert. Ihr habt mitbekommen, als wir die Susi gekauft haben, unserem Basilikum, von dem haben wir schon ordentlich was gebraucht. Aber ich glaube auch, dass die Susi ihre Lebensdauer erwartet hat. Die Lebenserwartungsdauer. Naja, sie wird schon ersetzt hier, ihr seht, es hat Schnittlauch im Moment gegeben und da drunter, da habe ich Kresse angesät, vorgestern war das, glaube ich, und die kommen natürlich irre schnell, hebt hier die ganze Erde hoch und daneben habe ich mal wieder Petersilie angesät und mal schauen, ob die dieses Mal besser kommt. Das war's aus dem Garten. Und das war es auch von mir im Moment. Ich denke mal, für euch gibt es noch ein paar Bilder von dem Feuerchen, wenn das heute Abend brennt. Aber ich sag schon mal tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Hey, wir sind zusammen bis ins 19. Land gereist. Ich meine, das ist doch schon ein ganz schönes Erlebnis, oder? Da teilen wir ja schon ganz schön was miteinander. Und ich glaube, wir sind schon über der 70, was die Videos angeht. Wahnsinn. Also, wenn ihr immer noch Bock auf uns habt, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt es doch auch mit euren Freunden, damit auch die mal sehen, dass Europa geil ist, oder? Hashtag Europa ist geil. Und damit sage ich tschüss.
Die Route ist schon eingezeichnet, mir ist nämlich vorhin beim Aufzeichnen ein Fehler passiert. Deshalb jetzt nochmal für euch von Budapest sind wir hier da so dem Nationalpark, was es hier noch hat, entlang gefahren, über die Grenze bis zum Camping Lasi, wo wir jetzt im Moment sind. Und die Damen, die ihr im Hintergrund hört, die wohnen hier.